Hallo meine Freunde und willkommen zurück zum schwarzen Spiegel zu Black Mirror. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce, aka Samuel, und ich werde mal Richard fragen, ob er jetzt die Namen rausgefunden hat. Ich gehe davon aus, ich war jetzt nochmal im gesamten... Ich möchte dich etwas fragen, Richard. Auf dem gesamten Grundstück unterwegs. Warte einen Moment. War nochmal auf jedem Bildschirm sozusagen einmal drauf und ich denke mal, Das sollte jetzt klappen. Hast du inzwischen die Bedeutung dieser drei Namen gefunden? Ja, sie stimmen vielleicht nicht hundertprozentig, ergeben aber zumindest Sinn. Das erste ist offenbar der Name eines irischen Gottes der Zwietracht. Der zweite war schwieriger, aber ich glaube, es ist der Name einer Druidengöttin der Ernte. Der dritte war ganz einfach. Das ist der alte Name des Gottes des Grundwassers. Mhm, interessant. Danke für deine Hilfe. Keine Ursache. Es war eigentlich ganz unterhaltsamer, wieder im Lexikon zu blättern. Ich habe von dir in einer Zeitung gelesen. Einen Artikel über deine Forschung zum Blut von Säugetieren. Das ist schon sehr lange her. Heutzutage interessiert mich nur Elektrochemie. Ich brauche etwas von dir. Kannst du mir helfen? Von mir? Was wäre das denn? Ich weiß nicht so recht, wie ich dir das erklären soll. Also will ich direkt sein. Ich brauche Blut. Etwa 30 Kubikzentimeter. Wie bitte? Tja, das ist wirklich nicht so leicht zu verstehen. Du hast alle möglichen Chemikalien und Stoffe hier, also dachte ich... Dass ich das vielleicht auch haben könnte. Nun, warte einen Moment. Vielleicht habe ich tatsächlich etwas für dich. Im Tiefkühlschrank müsste es noch Proben geben. Von meinen früheren Experimenten. 30 Kubikzentimeter dürften kein Problem sein. Ich darf es also haben? Bedien dich. Nimm so viel du brauchst. Solltest du mehr davon brauchen oder vielleicht menschliches Blut? Nun, das ist mir gerade ausgegangen. Sehr witzig. Dann überlasse ich dich deiner Arbeit. Auch eine seltsame Anfrage, die er da stellt. Hey, auch Blut. Okay. Well then. Interessant. Ja, gut. Überhaupt gar nicht seltsam, was man hier anfragt. Naja, gut, okay. Halt, Moment. Kann es manchmal möglich sein, dass ich mir noch so eine kleine Flasche mitnehmen will? Nein, ach Quatsch. Auf keinen Fall möchte ich eine solche Flasche haben. Achso, kann ich dann vielleicht den Kessel mitnehmen? So von wegen Wasser und so. Wenn das jetzt abgekochtes Wasser... Der Kessel hat sich abgekühlt. Ja, flupp, nimmt er ihn auch gleich mit. Wundervoll. Das Feuer ist aus. Feuer ist aus, okay. So, denn ich denke, dass es damit zu tun hat, was wir hier nachher machen können. Dass wir in die eine Waagschale hier das Blut reinpacken. Eindeutig da rein. Sieht halt auch aus wie ein Krieger. Zwietracht. Okay, leuchtende Steine. Yay. Ich habe das Blut in die Schale geschüttet. Das sehe ich. So, dann machen wir das auch nochmal da rein. Und Wasser, weil, naja. Ich habe das Wasser in die Schale geschüttet. Ja. So, was war sie nochmal? Hab ich gerade nicht gemerkt. Nein. Eine Münze? Nein. Ich brauche noch irgendeine Flüssigkeit. Aber Benzin war es nicht. Ja, okay. Nochmal? Nein. Gekühltes Blut. Das Richard mir gegeben hat. Ja, immer noch irgendwie seltsam, aber okay. Was war das jetzt nochmal? Ich hab's vor 5 Sekunden gewusst, aber okay. Der Ernte. Stimmt. Merkwürdig. Ernte. Ja. Genau. So war das. Mensch.
alles macht wieder Sinn. Und zwar mal zur Seite gehen, möchte das da reinpacken. Ich habe die Erde in die Schale geschüttet. Ich höre etwas. Oh nein. Das sieht aus wie so ein Puzzle, was ich überhaupt nicht mag. Okay, Moment. Also da ist das Symbol von... Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss jetzt auch noch die Sternzeichen hier ordentlich anordnen. Oh nein, ich muss die Sternzeichen ordentlich anordnen. Ja, ihr habt doch einen Knall. Ey, ich kann doch nicht, nee, Sternzeichen geht gar nicht. Das ist voll nicht mein Thema. Oh no. Das ist so nicht gut. Und dann auch noch mit diesem Puzzle hier, ne? Also ich meine, es ist nicht nur so, dass ich in Sternzeichen schon so schlecht bin. Ich bin auch noch so schlecht in dieserlei Puzzle. Das ist, das kommt ja erschwerend noch mit dazu. So, ja, gut. Natürlich nicht. Und das muss dahin. Ja, haben wir jetzt falsch rum gemacht. Oh nein, ich mag das so gar nicht. Das ist so nicht gut. Moment, ich möchte zumindest... Wobei, ich muss ja quasi einmal durchswitchen. Also im Prinzip muss ich den ja jetzt hier nach oben machen. So. Dann kann ich hier nämlich so weitermachen. So, dann mache ich einmal so. Das bringt mir auch nichts. Das ist alles doof. So. Ja, keine Ahnung. Oh nein. Ich muss die Fische da hinten ja wieder hinpacken. Oh jeez. Ja. Es ist tatsächlich so, wie ich befürchtet habe. Ich muss hier die Reihenfolge der Sternzeichen beachten. Fängt mit Widder an, geht dann hier weiter bis Fische. Ey, ich bin... Das weiß ich wirklich gar nicht. Also die Sternzeichen muss ich tatsächlich nachgucken. Das ist echt ein Thema, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich weiß nur, dass ich irgendwo Löwe bin und ich weiß, dass das hier Löwe ist. Aber mehr weiß ich dann auch nicht. Also gut, dann würde ich mal sagen, ich bin mal kurz... nicht da. So, also. Ich muss alles ummodeln. Das ist gar nicht gut. So, wobei, ich muss eigentlich unten anfangen, weil, genau. Hier unten ist zum Beispiel Waage. Ach, guck mal, das hatte ich nicht mal richtig. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das zumindest richtig gemacht hätte, aber okay. Gut. Mal die Waage nach da unten. Nach der Waage kommt ja, das passt. Dann kommt der Schütze. Das ist der Skorpion übrigens, das hier unten. Das hier. So, dann der Schütze. Der Schütze ist jetzt momentan da oben. Den packe ich jetzt auch mal nach unten. So. Waage, Skorpion, Schütze und dann... Ja klar, das hatte ich ja schon richtig hier, ne? Genau. So, dann kann ich das jetzt nämlich hier schön anordnen.
Schön, nämlich die untere Reihe schon mal. So. Dann geht es hier weiter. Also vor der Waage kommt die Jungfrau, die ist schon richtig quasi. Und nach der Waage, nach dem Steinbock kommt der Wassermann, der ist da oben. Der sieht so aus. So, dann würde ich jetzt einfach mal den Wassermann hier so runternehmen. Nee. Sehen wir. Ah ja, okay. Nee. Das anders machen, dann muss ich das einmal kurz so machen. Wassermann ist jetzt richtig. Wait a minute. Okay. Nee, nicht okay. Ach. So ist es okay, genau. Oder nicht? Nee, so ist es auch nicht okay. Ach Mensch, Dude. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, das kriege ich da jetzt im Guten nicht raus, ohne dass ich da irgendwie wieder was kaputt mache. Das ist irgendwie... Ich kann diese Rätsel nicht. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Ich hasse diese Art von Rätsel. Es ist einfach nur nerviger Stuff, den ich nicht mag. Punkt. Da braucht man auch nicht schön dran reden. Es ist einfach so, wie es ist. Es ist nerviger Stuff, den ich nicht mag. So. Okay. Also, zweite Reihe fertig. So, die dritte Reihe muss ich jetzt quasi so mehr oder weniger komplett selbst irgendwie passend machen. Theoretisch gesehen müsste das gehen. So, nach dem Wassermann kommen die Zwillinge. Das sind die beiden Kollegen hier. Die packe ich mal hier irgendwie so hin. So, dann muss irgendwo auch nochmal der Leo kommen. Der Widder ist ja da, genau. Stier. Genau. Nee, Moment, hä? Was? Stier, Zwillinge? Nee. Fische. Achso, genau. Nach dem Wassermann kommen Fische, dann kommt Widder, Stier, Zwillinge. Okay. Quasi würde ich das dann irgendwie. Achso, nee, wieder Stier, Zwillinge. Nee, das ist schon wieder voll doof. Dann müsste hier der Leo sein, ne? Genau, der Leo gehört nämlich dahin. Das hier nämlich richtig. Nur das hier oben alles falsch. Sehr gut. Nice. Also wirklich, das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, also diese Art von Rätsel finde ich einfach nur obernervig. Es ist wirklich, anders kann man es nicht sagen, die sind einfach nur nervig für mich. So. Muss ich mal so loswerden. Moment. Also Fische, genau. Eigentlich müsste ich sogar den vielleicht zwischenpacken. Der Löwe da nervt mich noch ein bisschen. So, vielleicht mache ich es einfach so. Weil dann kann ich jetzt so tun, so tun. Na, und jetzt ist das nicht richtig. Ach Mensch, Dude. Ich will jetzt auch ungern hier unten noch was aufbrechen, sage ich mal. Aber das muss ich wahrscheinlich.
der Leo muss eigentlich dahin. Hier müsst ihr eigentlich das hin und der Stier müsste ja eigentlich auch weg. Der Stier ist da eigentlich schon ganz gut. Ha. Vielleicht ist die hier einmal so durchswitcher. Ha. Nee, das ist ja auch alles. Ach, das ist doch alles. Es ist wirklich so viel Hass. So viel Hass für diese Rätsel. Dass ich das ausgedacht habe, so ein Schieberätsel zu machen, ne? Ey, volles Pfund aufs Maul. Es ist wirklich. Da mache ich auch kein Hehl draus. Da gibt's einfach nur noch aufs Gesicht. So. Okay, so. Der kommt jetzt da runter. Der kommt jetzt dahin. So. Der Leo müsste jetzt irgendwann mal auch mal hier endlich reingehören. So. Und das wäre jetzt auch fast richtig gewesen. Das will ich ja nicht so weit weg machen hier. Ich muss wahrscheinlich. Das Problem. Ich muss das wahrscheinlich irgendwie so weit weg machen. Weil sonst wird das wieder nichts. Ich muss ja im Prinzip das Teil hier vor das Teil bringen. Deswegen ich irgendwie so tun muss oder so. Und dann muss ich wieder so zurück und dann hin und her und bla. Das ist das Ziel. Ah nein, jetzt ist das ja auch schon wieder in der falschen Reihenfolge. Das ist doch auch doof. Das tut doch alles nicht Not. I hate this so much. I hate this so unbelievably much. Das gibt's gar nicht. Jetzt ist der Quatsch da wieder doof. Und das hier oben auch irgendwie. Das ist alles doof. Das ist alles doof. Ich mag das nicht. Ich möchte das nicht. So. Wie machen wir das jetzt hier? Packen wir den dahin. Löwe kommt zur Seite. Stier nicht, nee. Stier ist nicht gut. Ich will jetzt auch wieder den anderen Kram hier nicht so ewig weit weg machen. Ist ja auch doof dann. So. Ja, stattdessen müsste eigentlich der Löwe hin. Okay. Eigentlich müsste ich das so machen, dass ich hier quasi jetzt einmal wirklich so rumgehe und jetzt hier an der Stelle sage, okay, pass auf, der Löwe muss hier hin. Der Kram muss hier alles weg. So. Und jetzt ist das Ding hier falsch. Oh nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ah, oh, es ist schon wieder so eine Folge, die stundenlang über diesen Kram hier geht, weil das hier alles nicht meins ist. Hm. Und ich will keinen einzigen Comment lesen, der irgendwie sowas sagt wie, das ist doch voll einfach, da musst du doch nur, nee. Für mich ist das irgendwie total strange. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum ich mich mit dieser Art von Rätsel schwer tue, aber jedenfalls, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. So. Okay, Moment. Moment. Da muss der Zwillinge hin, also das wäre eigentlich... Nee, warte. Aber ich glaube, ich bin nah dran. Ich bin, glaube ich, sehr nah dran. Genau. Lass mal die drehen hier. Nee, warte. Ich brauche ja erst die Zwillinge und dann kommt der Stier. Das heißt, die Zwillinge müssen dahin. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh nein, das ist ja... Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh Gott. Ja, der Tierkreis war die richtige Kombination. Ja, geh weg. Das war von Anfang an klar. Nur dieser Mechanismus hier ist einfach nur furchtbar. Gib mir bloß den Schlüssel. Ich will hier weg. Was machen Sie da? Wie sind Sie reingekommen? Geben Sie mir um Gottes Willen die Schlüssel. Ich wollte nur das Innere der Gruft sehen. Da darf niemand rein. Wenn Madame erfahren würde, dass Sie drin waren, würde ich die Schuld bekommen. Diesen Ort zu bewachen gehört zu meinem Job. Und Madame verlässt sich darauf, dass ich es mache. Wenn Sie es ihr nicht sagen, wird sie es nie erfahren. Sie haben Glück. Ich würde noch mehr Ärger bekommen als Sie, wenn es rauskäme, dass ich Sie da reingelassen habe. Verflucht, wie hat er mich hier bloß gefunden? Irgendwie muss ich wieder hinein. Aber wie? Vermutlich wird es am besten sein, nachts wiederzukommen. Are you serious? Oh. Jetzt habe ich das so weit geschafft und jetzt kommt der an und sagt, nicht da rein. Gottes Willen, ey. Auf zu flennen. Nichts nicht mehr gehört als Mimimi. Genauso was ihr, wie ihr nicht mehr gehört habt als Mimimi, als ich quasi... das Rätsel gemacht hat. Naja, gut. Egal. So. Jetzt auf mein Zimmer. So, hier. Eleanor. So, alles doof. Ich möchte sie nicht stören. Was mache ich denn jetzt? Seltsam. Der ist aus einem Stück Stein angefertigt. Okay. Einem Stück Stein. Also nicht der richtige Schlüssel. Vielleicht, aber vielleicht weiß ja... Oder soll ich nochmal mit dem Kollegen hier reden? Was würde ich ihm wohl sagen? Ja. Am besten wir sagen es ihm vorher so, ey, yo, wir haben hier einen Schlüssel gefunden. Ich lasse ihn in Ruhe. Never mind. Wir sagen ihm nichts. Okay. Gut. So. Dann werden wir mal Richard fragen. Vielleicht hat der ja noch eine Idee... Vielleicht sagt er ja auch, ja, ich habe noch einen Schlüssel. Hier hast du. Geh da ruhig rein. Du hast von mir die Erlaubnis oder so. Na, mal gucken. Oder er quatscht mich jetzt voll so, ey, du hast mir das falsche Oxidationsmittel gegeben. Darf ich dich einen Moment stören? Ja, aber beeil dich. Ich habe viel zu tun. Erinnerst du dich an unser Gespräch über das Grab? Aber ja. Bist du reingekommen? Ja und nein. Ich möchte es nach wie vor gründlich untersuchen. Langsam entwickle ich Interesse an dir, junger Mann. Warum bist du eigentlich nach Wales gekommen? Und warum dieses brennende Interesse an unserem Grab? Leider kann ich die Sache noch nicht erklären. Ich verstehe nicht, was dich an diesem Ort so fasziniert.
Ich muss einfach irgendwie hinein. Das ist alles. Aber? Aber Louis lässt mich nicht. Louis will keinen Ärger. Er tut nur das, was man ihm gesagt hat. Wenn es etwas anderes wäre, würde ich es für dich regeln. Aber das Grab ist ein Problem. Eleanor ist sehr respektvoll ihren Vorfahren gegenüber und lässt es bewachen, als wäre es ein Heiligtum. Da kann ich nicht viel machen, fürchte ich. Aber niemand wird davon erfahren. Das verspreche ich. Ich brauche den Schlüssel nur für ein paar Stunden. Nein, völlig unmöglich. Eleanor nimmt Louis den Schlüssel abends ab und bewahrt ihn über Nacht bei sich im Schlafzimmer auf. Was schlägst du denn vor? Ich? Nun, vielleicht... Ich kann nichts versprechen, aber wenn du mir hilfst, helfe ich dir reinzukommen. Ich tue alles, was nötig ist. Also, wie sieht der Plan aus? Ich erkläre dir alles später, aber ich habe ein paar Regeln. Erstens, du musst hierher kommen, wenn es dunkel ist. Zweitens, du darfst es niemandem sagen. Warum machst du das eigentlich? Warum ich dir helfe, meinst du? Ich habe meine Gründe, genau wie du deine. Also, wie sieht's aus? In Ordnung, ich bin dabei. Na schön, dann sind wir uns einig. Dann überlasse ich dich deiner Arbeit. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal pennen. Oder nicht? Und gehen jetzt schlafen, beziehungsweise gehen jetzt quasi noch ein bisschen Klavier spielen bei Eleanor und dann, ja. Bin ich ja mal gespannt, was er so für einen Plan hat. So, oder wie er das so machen möchte. Ja. Nachdem ich hier alles... Ich gehe auf mein Zimmer und ruhe mich ein wenig aus. Genau. Ich muss abends wieder in das Grab. So sieht's aus. Ich wartete, bis im Schloss völlige Stille herrschte, um sicherzugehen, dass ich mich unbemerkt aus meinem Zimmer schleichen konnte. Ja, gespannt, wie du da wieder hochkommst. Was jetzt hier so betreten? Sehr interessant. Der Eingang ist abgeschlossen. Umso gespannter bin ich, wie du da wieder reinkommst. Aber okay. Mal den Springbrunnen an. Die Oberfläche reflektiert das Mondlicht. Oh, wunderschön. So. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal. Dieser Ort sieht nachts ganz anders aus. Ja, das ist so. Nachts sieht meistens alles ein bisschen gruseliger aus. Will ich jetzt mal so behaupten. Ich habe hier aber auch das Gefühl, dass hier irgendwie was nicht ganz koscher ist. Die Schattenspiele sind gut. Richard hat sich eingeschlossen. Hat er unsere Abmachung vergessen? Irgendwie muss ich seine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Vielleicht ist er ja auch hier. Nö. Vielleicht ist er jetzt im Offen. Das Gitter ist abgeschlossen. Okay. Ach Mensch, Richard, Alter. Was ist denn los mit dir? Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Kannst du denn irgendwie eine Blutfiole gegen das Ding werfen? Richard erwartet mich, wie vereinbart. Ja. Das ist ja schön, dass er... Diesmal ist der Schlüssel nicht da. Mhm. Diesmal ist der Schlüssel... Okay.
Was machen wir denn? Abgeschlossen. Kann ich dann irgendwie hier hinten rum oder wie? Die Silhouette der Kirchenruine ragt aus dem Sumpf. Wie eine Warnung. Ich weiß echt gerade nicht, wie ich auf mich aufmerksam machen soll. Ich meine, ist ja nun mal den Part hat er irgendwie nicht mit die Münze dagegen werfen. Ich meine, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Münze gegen werfen, dong. Fertig. Ich kann doch nur von hier aus den Turm. Ja, was soll ich da machen, Turmfenster? Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Ja, aber die Weggabelung geht ja auch nicht, oder? Oder kann ich jetzt hier hinten irgendwie lang? Zum alten Garten geht's ja hier nur. Zum Haupttor. Ich kann noch nicht gehen. Ich gehe zurück. Aber warum denn nicht? Okay. Nee, also definitiv muss ich hier hin. Definitiv würde ich jetzt nicht sagen. Möglicherweise hat es mit dem Fenster hier zu tun. Das könnte man versuchen. Ich werde nicht das Steinding dagegen werfen, das ist ja auch Quatsch, ne? So, Papierflieger bauen wollen wir auch nicht. Tja. Ich hätte gesagt, zünd hier irgendwas an oder stell dich hier hin mit einer Fackel oder so, aber. Ja, gut. Ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt mit der Tür machen soll. Ich meine, so eine Münze da durchwerfen, ja. Genau. Auch eine gute Idee. Nee. Alles irgendwie keine so gute Idee. Ja, wie gesagt, hier nach hinten kann ich auch nicht. Hier ist ja auch alles weg. Muss ich dann nochmal zurück in das Hauptgebäude? Also ich meine, hier kann ich ja schlecht was machen, wie gesagt. So. Geht zum Hauptgebäude. Ist auch nicht woanders lang. Vielleicht hier einmal mit einem Rechtsklick gucken, ob hier der Schlüssel steckt. Die Tür ist abgeschlossen. Machen wir hier einfach mal den Move, mit dem wir schon mal gemacht haben. Nee. So, die Tür ist abgeschlossen. Da hoch komme ich auch nicht mehr, offenbar, weil hier ist keine Interaktionsstelle. Ja, gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. Kann ich dann vielleicht irgendwie hier so Steine aufnehmen? Vielleicht noch. Vielleicht noch ein Thema. Die Steine im Springbrunnen oder irgendwie sowas. Springbrunnen mit Blut rot färben, das wäre ja auch noch eine Geschichte, die ich mir bei ihm hier so richtig gut vorstellen kann. Ja, die Bäume sind auch kein Thema, ne? Ist überhaupt nirgendwo ein Thema. Na gut.
So, dann bin ich noch mal kurz. Ich guck mal, was ich so rausfinde. Ist klar. Hier sind kleine Steine. Das ist sehr schön, denn die kann ich gut gebrauchen. So. Dann würde ich mal einmal ein paar kleine Steine gegen das Fenster werfen. Ah! Schön. Und damit das Fenster wahrscheinlich einwerfen. Ich werde versuchen, das Fenster zu treffen. Mhm. Ach, vorbei. Gut. Ah. Hoffentlich war das drinnen zu hören. Ich sollte lieber schnell zur Tür gehen. Ich habe dich erwartet. Folge mir. Ja, offenbar ja nicht. Dann ist alles klar? Ja, ich glaube schon. Ich sollte vielleicht lieber den ganzen Prozess noch einmal erklären. Nein, nicht nötig. Ich habe alles verstanden. Du wirst mir helfen müssen. Halte dich während des Experiments strikt an meine Anweisung. In Ordnung? Natürlich. Variante 2. Variante 2. Variante 7 folgt. Schön langsam, damit es Zeit hat, sich zu vermischen. Ich verstehe. Zurück zu Variante 2. Nummer 3 folgt. 2 und 3 folgen. Jetzt müssen wir ein wenig warten. Gut. Jetzt ist der Moment gekommen. Ab jetzt ist es einfach. Drehe einfach runter, wie ich es dir sage. Ja. Langsam, langsam, weiter. Gut, wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch das Oxidationsmittel hinzufügen. Oxidationsmittel? Was für ein Oxidationsmittel? Das, was du heute Nachmittag aufgetrieben hast. So ein Glück, dass du den Apotheker getroffen hast. Tja... Vielleicht sollte ich dir etwas sagen. Dann beeil dich, die Zeit ist gleich um. Das Oxidationsmittel, weißt du, es ist eigentlich nicht... Jetzt! Wie konnte das passieren? Ich habe meine Berechnung mehrfach überprüft. Fehler waren ausgeschlossen. Nun, vielleicht... Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es ist nicht deine Schuld. Irgendwo muss ich einen Fehler bei den Verhältnissen gemacht haben. Verdammt! Tja, jeder macht mal einen Fehler. Naja, du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bin ich an der Reihe. Es ist da, neben der Tür, in dieser grünen Flasche. Flasche? Du hast versprochen, mir Zugang zum Grab zu verschaffen. Ich habe versprochen, dir den Zugang zu erleichtern. Dir muss doch klar sein, dass ich Eleanor nicht in die Augen sehen könnte, wenn sie erfahren würde, dass ich dir den Schlüssel geliehen habe. Sicher, aber was soll ich mit dieser Flasche? Der Behälter ist nicht von Belang. Auf den Inhalt kommt es an. Das ist eine stark konzentrierte Säure, die fast alle Metallverbindungen, die es gibt, zersetzen kann. Das müsste dir weiterhelfen. Gut, danke. Ich habe doch gesagt, das ist keine gute Idee, das Oxidationsmittel so zu geben. Hm. Naja. Er hat ja alles kaputt gemacht. Das ist ja furchtbar. Jetzt ist sie völlig zerstört. Hoffentlich erfährt Richard die Gründe erst, wenn ich wieder weggefahren bin. Ich glaube, Richard wird die Gründe nie erfahren. Obwohl, na gut, er wird ja wahrscheinlich den Apotheker fragen, was für ein Oxidationsmittel hast du dann da gegeben. Die Explosion hat ihn umgeworfen. Jetzt sickert irgendeine Chemikalie heraus. Ich glaube, Richard wird eine ganze Weile brauchen, bis er wieder experimentieren kann. Ja, schön. Hast du gut gemacht. Ja, ich gehe dann mal lieber, bevor ich irgendwas anderes hier noch, ne? So, dann gucken wir doch mal, dass wir hier das zersetzen können.
Mal sehen, wie stark diese Säure ist. Sehr gut. Das Schloss ist abgefallen. So, jetzt kann ich hier diesen Steinschlüssel in das Schloss packen und mal gucken, was passiert. Wow. Ein Geheimgang. Wer hätte das gedacht? So, dann gehen wir doch mal den Geheimgang. Weiter kann ich nicht gehen. Das Grab ist gesichert wie ein Tresor. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich meinem Ziel näher komme. Ich glaube, ich brauche den richtigen Schlüssel. Das Schloss sieht alt und ziemlich kompliziert aus. Aber dieses Symbol auf dem Schloss, das habe ich schon mal gesehen. Aber mit dem kriege ich das nicht auf, ne? Nee. Weißt du was? Ich habe noch Säure. Hätte ich jetzt einfach gemacht. Das Symbol auf dem Schloss hat er schon mal gesehen. Also, ich glaube, ich brauche den richtigen, das Schloss, aber die... Gut, okay. So, was habe ich denn noch? Nee, okay, alles klar. Das Symbol auf dem Schloss hat er schon mal gesehen. Vielleicht... Nee. Hier, hier oder hier, vielleicht da, nee. Das Symbol auf dem Schloss hat er schon mal gesehen. Ah, vielleicht sagt Richard mir ja noch irgendwas. So, das, dieses komische Symbol, hey, da hast du da mal irgendwas. Noch mal den Schürhaken mit. Ein Schürhaken für den Kamin. Ein Schürhack. Ja, nimm den doch mit, Junge. Oh. Warum nimmt er den denn nicht mit? Oh. Naja, okay. Ich frag ihn mal. Bezüglich. Verzeihung, darf ich dich etwas fragen? Ja? In der Kapelle ist ein eigenartiges kreuzähnliches Symbol. Weißt du zufällig etwas darüber? Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist ein altes Symbol der adligen Familie dieses Guts. Merkwürdig. Es ist mir dort nie aufgefallen. Eleanor hat das einzig verbliebene Exemplar in ihrem Schmuckkasten. Das würde ich gerne sehen. Wo ist dieser Schmuckkasten genau? Sie hat ihn meistens in ihrer Nähe. Wahrscheinlich ist er irgendwo im Wohnsaal. Das Schloss wird schon für die Nacht abgeschlossen sein. Nimm meinen Schlüssel von dem Tisch da drüben. Danke. Dann überlasse ich dich deiner Arbeit. Welchen Tisch? Von dem Tisch da drüben? Von dem Tisch da drüben? Von dem Tisch da drüben? Von dem Tisch? Ah, der Tisch. Ah, okay. Okay, okay. Gut, dann nehmen wir uns mal diesen Schlüssel und gehen mal wieder in den Wohnsaal des wundervollen Objekts hier. Des Schlosses und gucken, ob wir dort vielleicht ein Schloss finden. Ein Schloss im Schloss? Nein. Ein Schlüssel für das Schloss im Schloss. Quasi ein Schloss? Schlüssel? Schloss? Was? Schloss? Schlüssel? Achso. Der Eingang ist abgeschlossen. Ja. Ich habe vergessen, den Schlüssel erst benutzen möchte. Gut. So, Schmuckkasten, definitiv hier. Ist auch abgeschlossen. Was?
Weil ich das jetzt natürlich nicht verstehe. Warum sind die abgeschlossen? Achso, weiß muss nach oben. Ja gut, dann kann ich ja so tun. Weiß schon mal oben. Schon mal unten. Okay. Also die muss ja sowieso hier irgendwie... So, das kann dann noch da oben. Moment. Das könnt ihr ja noch da packen, aber ich könnte es ja auch noch da unten packen. Das heißt also, ich könnte auch das so machen und das so machen. Dann könnte ich den nämlich hier nach oben packen und dahin packen. So, weiß soll ja im Endeffekt nach oben. Jetzt muss ich den erstmal hier hinpacken. So, okay. Schon mal Punkt 1. So, ja, okay, jetzt komme ich da erstmal nicht weiter. Okay. Moment. Ich möchte ja quasi erstmal so machen. Könnte ich ja so tun, so, und könnte den hier nach da packen. Nicht? Doch, müsste gehen. Genau. So, dann packe ich den nach da. So, kann ich den nach oben packen und den nach unten packen und den hier rüber packen. So. Alles klar. Ja, das sieht gut aus. Das Unterteil sieht genauso aus wie die Öffnung im Gitter des unterirdischen Grabes. Wundervoll. So, habe ich hier noch irgendwas zu begutachten? Kamin, der ist aus. Ja, okay. Das Feuer ist ausgegangen. Ja, genau. Sonst noch irgendwas Bedeutendes? Nee, ne? Das ist schon gut. Ich kann jetzt nicht nach oben gehen. Ich würde Eleanor wecken. Sie muss nicht erfahren, dass ich nachts durch das Schloss laufe. Ja gut. Kann immer noch sagen. Ja, ich war kurz auf dem Pott. Das wird ja wohl damals auch normal gewesen sein, dass man mal auf den Pott gehen musste, ja. So, ja. Aber immerhin zwei Rätsel gelöst und dann würde ich nämlich an dieser wundervollen Stelle sagen, dass ich erstmal hier runtergehe und dass ich euch jetzt aber erstmal einen traumhaften Tag, Abend oder auch mehr schaut wünsche, denn was sich hinter diesem Tor verbirgt, das werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Ich wünsche euch einen, ja, habe ich ja schon gesagt, nicht wahr? Genau, lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr wisst, welche Geheimnisse hinter diesem Tor liegen werden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.